Tag. Post. Ich weiß leider immer noch nicht, wie es weitergeht. Tschüss, Telekom. Tschüss, Telekom. Okay, wunderbar. Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Vorschau-Video auf 2015. Jo. Weil genau. Das neue Jahr ist ja jetzt auch angebrochen, wenn ihr das seht. Brechprobe. Und es wird etwas, oder es wird sich einiges ändern auf unserem Kanal. Ja, es wird sich einiges ändern. Leute werden rausgeschmissen, es wird blutig, ich glaube. Nein. Irgendwann haben wir noch rote Videos. Genau. Wir müssen leider alle Leute entlassen, die bei uns arbeiten. Das sind ganz genau null. Also ändert sich gar nichts. Nein, die größte Änderung, die wir im nächsten Jahr haben, wir spielen Minecraft weiter und unser Dorf wird größer. Alter, glaubst du das? Hätte ich nicht gedacht. Nicht? Nee, Spaß beiseite. Aber ich würde sagen, im neuen Jahr ist dann mal so langsam bei unserem Minecraft-Let's Play das Ziel, dass wir unsere XP-Farm mal langsam in Angriff nehmen. Oh, das stimmt. Ich stehe ja schon seit Jahren oben. Genau. Seitdem wir das Let's Play angefangen haben. Haben wir ja schon ein bisschen was vorbereitet gehabt, schon mal angefangen gehabt. Wie gesagt, gefühlt seit Jahren. Und ehrlich gesagt, auch wenn wir da mal wirklich so 5-6 Folgen durchgängig nur die XP-Farm bauen, es wird langsam Zeit. Meiner Meinung nach. Damit wir da noch wirklich anfangen können zu verzaubern. LS15. Genau. Hatten wir schon im anderen Video gesagt, wer das gesehen hat, im Ende 2014. Dass ich dann ab Mitte des Jahres nicht mehr selbst aufnehme, wenn du dann deinen neuen PC hast. Richtig. Sondern, dass ich dann halt nur manchmal als Gast da bin. Genau. So. Ich habe mir überlegt, eventuell, da wir jetzt schon ein bisschen Erfahrung sammeln mit unserem ersten Let's Play von LS15 und bei LS15 aber zwei Maps gibt. Einmal die Bjornholm und... Ich habe keine Ahnung, wie die andere ist. Ja, gute Frage, aber die Bjornholm Let's Playen wir ja, das weiß ich. Hm. Und vielleicht, also ich kann es euch nicht versprechen, aber vielleicht werden wir parallel zu dem ersten Let's Play LS15 vielleicht noch ein zweites Let's Play starten mit der zweiten Map, die es bei LS15 gibt. Aber ich möchte es euch nicht versprechen, also wenn wir die Möglichkeit haben vom zeitlichen her und so, dann machen wir's. Und vor allem, wenn die anderen zwei wollen. Genau. Weil so, was ich von denen gehört habe, so, und die anderen Map ist auch scheiße. Ja, die Map, wie gesagt, wir haben jetzt schon die bessere Map ausgesucht, also die Bjornholm ist wirklich die bessere von den beiden. Aber wie gesagt, vielleicht kriege ich die anderen überredet, dass wir sagen, wir let's playen die zweite Map auch noch parallel dazu. Das wird dann aber auch erst dann passieren, wenn ich meinen neuen PC habe, ist klar. Weil mir noch mehr aufdrücken wird ein bisschen schwierig. Ja, genau. So, kommen wir zu dem nächsten, was mit mir gar nichts zu tun hat. M hoch 3 haben wir auch schon angeschnitten. Ja, M hoch 3, ihr wisst ja, in unserem Minecraft Let's Play haben wir angefangen mit Gäste. Da wir dann ab Mitte des Jahres wieder zu 6 sein werden und unser Server komplett voll. Man kann theoretisch, wenn wir zu 6 sind, auch auf 8 hoch. Ja, aber das ist ja nicht das Problem. Da wir ja eigentlich dann komplett belegt sind. Theoretisch. Habe ich mir mal Gedanken gemacht zu M hoch 3. Wir haben ja jetzt nur den Marc schon als Gast mit drin. Und ja, mal gucken. Vielleicht werden wir das dann so machen, dass wir gucken, dass wir dann auch Gäste mit einladen sozusagen. Mitzuspielen und dann halt das so behalten, wie wir das dann im Minecraft-Let's Play hatten. Dass so, nur da ist es halt schwierig, dass die Gäste dann halt nur die Leute sind, die hier auch wirklich im Netzwerk mitspielen. Weil die MO3-Map gibt es noch nicht online. Die wird bisher, wie gesagt, nur im LAN-Netzwerk gespielt. Ja. Deswegen wird es eigentlich schwierig. Aber theoretisch könnte man es ja auch so machen, wie bei Minecraft, wie wir es auch schon vorher vorhatten, dass wir andere Leute mit dazu nehmen als Gast. Die dann halt nur über Skype oder so mit uns sprechen und die wir gar nicht kennen. Also, richtig. Wenn ihr Lust habt, irgendwie dabei zu sein, ihr könnt gerne euch irgendwie bewerben. Wir haben auch keine großen Anforderungen. Richtig. Voraussetzung sollten nur sein, Internetverbindung, Skype und halt ein Account. Ein Minecraft-Account, genau. Und sagen wir mal ein Mikro, das nicht die ganze Zeit piepst oder rauscht. Das wäre schon nicht so schlimm. Genau. Muss nun nicht unbedingt die High-End-Gaming-Technik sein.
Gut, kommen wir zu einem Projekt, das leider jetzt schon pausiert wird, nachdem es erst angefangen hat, und zwar Saints Row 4. Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen viel vorgenommen, als ich mir gedacht habe, ey komm, in knapp 2 Monaten kommt Saints Row Get Out of Hell raus, kannst du bis dahin noch schnell Saints Row 4 durchspielen. Wird so nix, vor allem auch nicht, weil ich nicht so viel Zeit habe, das einfach so mal schnell zu machen. Deswegen werde ich einfach mal Saints Row 4 ab jetzt pausieren. Und das wird nach Saints Row Get Out of Hell, was dann am 20. Januar kommt, wieder aufgenommen. So, und weil ich ja gerade auch schon von Zeitproblemen gesprochen habe, Flatout 2 wird auch jetzt erstmal pausiert, da ich auch noch The Walking Dead, die Season 2, spielen will. Wer es mitbekommen hat, ich hatte die erste Staffel habe ich gespielt, ich fand das Spiel super gut und deswegen wollte ich auch relativ früh die zweite spielen, bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, habe mir das jetzt im Steam Sale zu Weihnachten geholt und wird das auch jetzt demnächst gleich mal anfangen. Da muss er dann vielleicht auch 2 kurz weichen für ein paar Monate. Mal gucken, wie lange ich brauche. Genau. So. Traurige Nachricht an alle, die The Walking Dead Season 2 sehen wollten. Ich habe totale Lust auf das Spiel. Ich hätte jetzt auch angefangen aufzunehmen, aber Fraps will mich das Spiel nicht aufnehmen lassen. Alle anderen Spiele funktionieren. Ich habe relativ viele ausprobiert. Also irgendwie funktioniert Fraps bei dem Spiel nicht gescheit. Ich habe keine Ahnung, mir werden keine FPS-Zahlen angezeigt. Ich kann nicht aufnehmen. Ich kann auch keine Screenshots mit Fraps machen. Das wird anscheinend gar nicht registriert, dass das ein Spiel ist, was normalerweise aufzunehmen geht. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich würde es zu gerne spielen und aufnehmen, aber es funktioniert nicht. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock auf das Spiel. Ich will das eigentlich relativ früh oder relativ bald spielen. Und wenn es nicht gehen sollte, dann wird das wohl gar nicht auf den Channel kommen, weil wenn ich es einmal durch habe, dann ist die ganze Überraschung weg. Eigentlich. Und das, die wollte ich eigentlich in der Aufnahme haben. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das noch rentiert, wenn ich das dann durchgespielt habe. Das einfach nochmal zu zeigen. Ich werde es noch öfters ausprobieren, ob es funktioniert, irgendwann aufzunehmen. Wenn ja, dann wird es noch kommen. Wenn nicht, dann nicht. Aber kann ich auch nichts für. Fraps will halt gerade einfach nicht. Deswegen wird das wahrscheinlich einfach so normal weitergehen jetzt mit Flatout erstmal. Und dann ab dem 23. oder 24. Januar mal gucken, so um den Dreh mit Saints Row Get Out of Hell. Es tut mir leid. Das haben wir angefangen. Payday haben wir angefangen gehabt. Mhm. Werden wir auch erstmal pausieren, weil wir haben vor, da man es zu viert spielen kann. Und wir ja vom Prinzip her in Anführungsstrichen eigentlich zu sechs sind. Und 2 Leute gesagt haben, die spielen es auch gerne. Jo, die haben sich auch, ich glaube, die haben sich sogar Payday 2 schon gekauft. Ach so. Kann sein. Und da haben wir gesagt, zu viert macht es eh immer mehr Laune. Und ist immer besser, als wenn du 2 NPCs dabei hast. Ja. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir pausieren Payday jetzt, bis dann die beiden wieder da sind. Und dann geht es dann halt mit vollem Carraro weiter und dann wird erstmal Payday 1 zu Ende gespielt. Die beiden wissen ja noch nichts von ihrem Glück, ne? Jonas Simon, wenn ihr das jetzt hört, kauft euch Payday the Heist, bis ihr wieder da seid und dann zocken wir das zu viert. Genau. Also dann wird erstmal Payday durchgebufft und, genau. Und danach geht es dann gleich weiter mit Payday 2. Jawohl. So. Wir müssen das aber auch irgendwie ersetzen, Payday, weil sonst haben wir kein Koop-Projekt mehr außer Minecraft. Und genau deswegen spielen wir dann Trine. Genau. Was wir zumindest das zweite Spiel haben wir schon seit knapp einem Jahr oder so in unserer Steam-Bibliothek und nicht einmal angespielt. Also, wird langsam Zeit. Das wird auch wieder ein Blind Let's Play. Genau. Also ich weiß ungefähr, wie das Ganze abläuft, was das für eine Art Spiel ist, aber ja, gespielt noch nie. Wir lassen uns überraschen. Jo. Genau. Mal gucken. Dann. Das ist nicht ganz richtig, das liegt diesmal jetzt aber nicht an Fraps, das liegt an der Verbindung irgendwie. Als ich drüben beim Michael war und wir quasi zusammen in seiner Wohnung aufgenommen haben oder aufnehmen wollten, konnten wir nicht miteinander spielen, also da hat es nicht funktioniert. Wir werden es demnächst ausprobieren, jetzt wo ich wieder daheim bin, ob es klappt.
Falls es nicht klappt, kommt eben Trine nicht. Wenn dann Trine 2 funktioniert, dann kommt Trine 2. Wenn das aber auch nicht funktioniert, dann kommt weder Trine noch Trine 2. Da können wir leider auch nichts machen. Aber wie gesagt, wir konnten uns nicht verbinden. Wir wissen auch nicht, ob es jetzt geht. Wir werden es ausprobieren. Und ihr werdet es dann einfach bemerken, wenn Trine oder Trine 2 bei uns auf dem Kanal kommt. Wenn nicht, kommt ein Ersatzprojekt oder wird ein Projekt, was wir später spielen wollten, vorgezogen. Das werdet ihr dann auch mitbekommen. Vielleicht kennt irgendjemand von euch Hotline Miami. Das ist, ich glaube, 2012 ein Indie-Hit gewesen. Also viele Leute haben das nicht auf dem Schirm gehabt. Und jeder, der das gespielt hat, fand es richtig gut. Ich finde es auch richtig gut und ich habe reingeguckt und ich werde es auf jeden Fall aufnehmen. Ich habe nur letztens, ich glaube, ich habe es schon mal aufgenommen, aber als ich dir dann das Spiel jetzt gezeigt habe, wurde, glaube ich, mein Spielstand davon eliminiert. Deswegen kann es sein, dass ich nochmal von vorne anfangen muss, was an sich jetzt auch nicht so schlimm ist. Ich hatte, glaube ich, nur 2 Stunden oder so aufgenommen. Aber Hotline Miami wird auch kommen im Laufe des Jahres. Mal gucken, wir wissen es noch nicht, wann. Genau. Dann werden wir, da unsere Battles zurzeit pausiert sind, werden wir versuchen, nebenbei ab und zu mal ein Battle zu bringen. Da werden wir mal gucken. Da haben wir wieder einige Aussichten, was wir machen können. Wir haben vor allem den Sonntag jedes Mal frei in der Woche. Also es kommen von Montag bis Freitag und ein paar Videos, ich glaube 2 davon am Samstag. Und das war's dann. Sonntag kommt nie was bei uns zurzeit. Ja. Und da würden wir dann sowas wie Battles reinhauen. Wir haben auch schon ein paar gute Ideen, was wir machen werden. Jo, ich meine, wir sind zurzeit zu viert, später vielleicht zu sechs und dann... Das wird dann auf jeden Fall Spaß machen. Da kann man genau. Ja so machen, dass man 2 Teams macht oder so, 2 Dreier-Teams oder 2 Zweier-Teams, je nachdem dann halt, ne? Und ja, da oder wird schon... mal jeder gegen jeden. Da wird schon richtig spaßig werden, glaube ich mal. Jo, wer unbedingt wissen möchte, was denn so für Spiele gespielt werden könnten, wir haben auch schon mal Battle Time gehabt. Gibt's eine Playlist bei uns auf dem Kanal, könnt ihr euch anschauen. War zum Teil richtig lustig, war halt nur zu zweit. Genau, leider nur zu zweit und vielleicht werden wir auch einige Spiele releasen. Ja genau, also nochmal quasi. Ja, die besten halt, die unserer Meinung nach halt richtig geil waren. Ja. Gut, dann wohl, ich weiß nicht, wie lange wir für Trine brauchen und für Trine 2. Wenn wir noch nicht, also wenn wir schon fertig sind, bevor die anderen beiden aus, wo auch immer sie sind, wieder herkommen, um mit uns Payday zu spielen. Wenn wir damit noch nicht fertig sind, werden wir vielleicht anfangen mit Castle Crashers, mal gucken. Wir könnten theoretisch auch warten. Das wäre auch was, Jonas, Simon, kauft euch Castle Crashers, spielen wir dann auch zu viert. Oder wenn sie wiederkommen, dürfen sie erstmal ihr Konto leeren und nicht Spiele kaufen. Genau. So. Ja, Castle Crashers ist auch so ein Koop-Spiel. Das haben wir auch jetzt mittlerweile und werden wir auch spielen dieses Jahr. Genau. Ja, Alien Swarm und Warface, das sind Spiele, die haben wir letztes Jahr angefangen, auch mit Simon und Jonas. Das werden wir dann vereinzelt, schätze ich mal, auch fortführen. Gucken wir, was Zeit so sagt. Genau. So. Dann wird hoffentlich dann demnächst dann, je nachdem wie bei uns die Zeit dann ist. Ja, je nachdem wann du deinen Rechner bekommst. Genau, wer weiß, vielleicht läuft es ja auf dem, den ich habe. Das haben wir ja noch nicht ausprobiert. Mal schauen, ich meine, du wird musst theoretisch noch nicht aufnehmen. Genau, Let's Play Together Sim City erscheinen. Ja, so wird sich jeder denken, oh, das Spiel ist doch scheiße. Ja, aber es sieht gut aus. Richtig, es sieht gut aus und es ist mal was komplett anderes als immer nur die Ego-Shooter-Games und... Minecraft. Und Minecraft, genau. Immer nur Minecraft. Beziehungsweise es ist halt mal was ganz anderes. Es ist zwar, vom Prinzip her kann man eigentlich Simulation dazu sagen. Ja. Ja. Städtebausimulation. Ja, genau. Meistens haben wir ja Simulationen beziehungsweise Ego-Shooter-Spiele oder so. Aber SimCity ist halt mal was ganz anderes. Man baut sich da halt eine Stadt auf. Und das ist halt wieder der Unterschied. Das ist so wie so ein krasser Gegenteil, weißt du? Also es hat, wie ich finde, auch negative Punkte. Aber ich finde, es sieht trotzdem schön aus und hat mir bis jetzt recht viel Spaß gemacht. Und ich habe es jetzt auch lange nicht mehr angepackt. Also vielleicht packt dann ja der Ehrgeiz, dass man da länger dranbleiben will. Und dann kriegen wir das auch hin, zu zweit. Mal gucken, vielleicht auch irgendwann mit mehr Leuten. Richtig. So, kommen wir wieder zum Sonntag. Der wie gesagt bei uns unterbesetzt ist. Es werden da auch ein paar Specials kommen.
Ich sag mal nur Zapping, das habe ich immer noch nicht hochgeladen. Ah, immer noch nicht? Das fehlt noch, ja. Das okay, war, ich schätze mal, das würde dann eines der ersten Videos sein im neuen Jahr, die dann total, rauskommt. Total bescheuertes Wagnis, das wir dann auch mal eingehen werden müssen. Dann habe ich LOL-Cuts zusammengestellt, beziehungsweise muss ich noch fertig machen, die kommen auch. Da sitzen auch schon Leute, denen ich das gesagt habe, sitzen da schon. Auf heiße Kohlen. Genau, auf heiße Kohlen, die wollen wir sehen. Und dann mal so nebenbei irgendwelche Spiele, die wir als Let's Play nicht machen wollten vielleicht, aber doch ein bisschen zeigen wollen. Richtig. Oder sowas in der Art. So, also was ähnliches wie Testtime halt, ne? Sowas, ja. Ja, würde genau. Ich auch sagen. So, und dann habe ich letztes Jahr, also 2014, mal Livestreaming ausprobiert über Twitch.tv. Und es hat gut geklappt. Also ich habe mit dem, das war total komisch, ich habe mit dem Laptop nebenbei meinen Livestream geguckt, den ich gesendet habe. Und da war, also die Rückkopplung war mega, natürlich, weil mein Mikrofon das aufgenommen hat, was mein Laptop abgegeben hat, was ich vorher gesagt hatte. Das kam alles immer doppelt und dreifach. Ja. Aber es hat funktioniert, man konnte mich gut verstehen, das Spiel war auch recht gut, also ich habe League of Legends gespielt. Und mal gucken, sowas könnte man dann halt so machen, Livestreams, wo man, keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel League of Legends spielt oder irgendwelche anderen Online-Spiele. Oder Minecraft aufnimmt, dass man das als Livestream mal vorab sendet. Ja, aber das ist dann auch blöd, weil wir sind in Minecraft ganz schön im Voraus jedes Mal. Naja, gut, schon da wieder. Minecraft wäre zum Beispiel TTB, könnte man Livestreamen. TTB, genau, das wäre was. Das wäre eine Idee. Oder generell Spiele, wie ich vorhin schon genannt habe, die man nicht Let's Playen möchte, aber die, mal trotzdem, zocken. Die man trotzdem mal zocken bzw. zeigen möchte. Die kann man livestreamen, wie zum Beispiel Rogue Legacy, wer das nicht kennt, das habe ich mir angeguckt, beziehungsweise habe ich gespielt schon. Das hat mir auch relativ viel Spaß gemacht, so ein 2D-Ritterkampfspiel. Mhm. Kann ich dir auch mal zeigen, wenn man. Mhm. Sowas wären halt für Livestreams und die werden dann natürlich, mal gucken, vielleicht sowohl auf Facebook als auch auf Twitter und auf YouTube mit einem kurzen kleinen Video angekündigt. Ich meine, bei der Leitung daheim, die ich habe, so ein 5 Sekunden oder 10 Sekunden Video dauert nicht lange hochzuladen. Kurz mal tief einatmen, weg. Genau. Das ist, also im Gegensatz zu meiner Leitung daheim, also wo ich wirklich herkomme, da braucht er ja schon für so ein 10 Sekunden Video eine Stunde. Ja. So, und dann, wir haben es im letzten, im Jahresendvideo erwähnt gehabt, dass TTB leider die Map verschwunden war. Genau. Durch kuriose Ereignisse. Wir geben ein. Und, einen Idioten, der sie weggeschmissen hat, genau. Genau, der Secro und ich, wir haben uns nochmal durchgerungen. Wir werden versuchen, TTB neu zu starten. Und hoffentlich genau. Länger als das letzte. Ja. Und wir werden schauen, dass wir auch nicht nur zu zweit sind, da wir auch zu sechs sind eigentlich. Auf dem Channel, ja, später also dann. Der Anfang von TTB wird auf jeden Fall mit mehr Leuten. Damit wir auch dann schneller große, riesige Gebäude in die Welt zimmern können. Genau. Und wir werden dann halt, schätze ich mal, auch schauen, dass wir immer so ein paar Leute noch mit zusätzlich drauf haben. Dann, genau. Die dann mitbauen und Ideen mit einbringen. Und vielleicht auch, wie ich gesagt habe, neue Hintergrundmusik bekommen. Richtig. Also, das hatte ich dir erzählt. Das wäre natürlich geil, falls ihr vielleicht Ideen habt oder so. Ja, genau. Melden. Nee. Und dann geht das schon. Aber nicht hier ankommen mit, ja, ich gebe euch für 10 Euro das und das. Richtig. Wir erwähnen euch, aber Zahlen. Kostenlose Werbung. Sowas haben wir nicht nötig. Okay. Es wird schon wieder total bescheuert, sollte ja, nicht sein. Genau. LS-Mods. Willst du ja auch noch machen. Richtig, wir auch also wie gesagt, wenn ich dann meinen PC habe, werde ich voraussichtlich, da LS13 Mod-Vorstellung extrem geil abgegangen sind. Werde ich voraussichtlich dann mit dem Marc und der Jasmin zusammen. Voraussichtlich, wenn die beiden wollen. Genau, mach du mal einen allein. Nee, ich will nicht. werden wir dann hoffentlich zu dritt LS15 Mods wieder vorstellen. Und ich hoffe mal, dass die genauso geil abgehen wie die LS13er Mods. Ja, schon cool. Ja. Auch, das wird dann auch wieder so Mitte des Jahres dann starten. Wahrscheinlich, ja. Mhm. So, damit sind wir am Ende angekommen. Das ist so das, was euch im Laufe des Jahres 2015 erwartet. Mal gucken, wird vielleicht noch mehr, aber das werden wir dann auch später sehen.
Wir bedanken uns fürs Zuhören. Richtig. Und freuen uns, wenn ihr natürlich im Laufe des Jahres bei den genannten Projekten mit einschaltet. Und immer, ja, nicht nur ein Ohr, sondern auch ein Auge auf unseren Channel behalten. Genau. Man sieht sich. Ciao.